Hallo Leute, herzlich willkommen bei den AC Bros. Servus, wir sind's. Genau, wir sind's. Also, der Thorsten und ich, wir sind heute beim Einkaufen im Smith Toys. Wir schauen, was wir irgendwas Cooles finden, was wir für euch testen können. Und je nachdem, wie der Test ausfällt, das muss vielleicht an die Community verlosen oder so. Ja. Wenn wir was Gescheites finden, richtig. Schauen wir mal. Ja. Genau. Also, wie gesagt, Shopping-Tour. Also, shoppen wir. Shoppen wir. Auf geht's. Ja. Viel Spaß dabei. Ciao. Der erste Fund, ein Offroad-Auto, ein Crawler oder keine Ahnung, ein Jeep für 10 Euro, der kostet jetzt nur 10 Euro, da bin ich jetzt gerade am überlegen, ob ich das nicht mitnehme. Hat der eigentlich auch Allradantrieb? Ist ja eigentlich egal, ne? Ne, ich glaube, der hat keinen Allradantrieb. Da könnte man so einen Park bauen, so einen Crawler-Park, so einen kleinen, aus irgendwelchen Hindernissen, ja. Ordnern oder irgendwas, ne? 6 x 1,5 Volt AA-Batterien, ja, und wahrscheinlich hier 9 Volt für die Fernbedienung. Aber ich kann ihn mal rausholen, hier sieht man vielleicht besser. Kommt die Antenne schon entgegen. Ja, ist halt 40 MHz, alte Technik, aber 27 MHz. Aber der wäre für meinen Olli genau das Richtige. Bisschen was Größeres. Und für 10 Euro? Ist nichts kaputt. Dann ist nichts kaputt, den nehme ich jetzt mal mit. Ja. So Leute, zieht euch das rein. Wir haben das erste, wir sind keine 5 Meter gehabt. Dann haben wir das erste Teil gefunden. Vielleicht finden wir noch was Besseres, ja? Ja. Dann später packen wir mal das auch ein, dann brauchen wir nicht mehr zurückgehen. Das nächste ist was? Diese Straxbahn. So eine Art Straxbahn, aber mit leuchtenden Autos und so Schwarzlichteffekt. Schienen ist zwar nicht viel dabei, für 10 Euro ein Auto und ein kleiner Kreis, aber ist ja bloß ein Starter-Set. Genau, für unsere Kleinen. Alles für die Kleinen. 5 Meter sind wir gekommen. Ja. Jetzt schauen wir erstmal weiter. Ich würde sagen, wir schaffen. Und haben nur 20 Euro im Einkaufswagen. Ja, und der Einkaufswagen ist schon voll. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal ein bisschen durch jetzt, ja. Was es hier so gibt. Ja. Und hier gibt es ja alles Mögliche. Alter. Lego, Spiele, Klumpzeug, keine Ahnung, was hier alles gibt, ja. Oh! Back to the Future, Mann! Back to the Future. Ich hab das Auto übrigens. Ja. Schau mal, was man alles findet. Ein Crawler. Ich muss jetzt hier mal den Start ausfahren. Adventskalender, RC-Crawler. Das ist Adventskalender. Ja. Ich glaube, den kann man zusammenbauen. Den haben wir gekauft. Okay. Den haben wir gekauft von Konrad damals. Der ist, da kriegt man jeden Tag 24 Türchen, kriegt man da ein Teil. Und da kann man jeden Tag das Auto mehr zusammenbauen. Und am 24., also an Weihnachten, ist dann das Auto komplett zusammen. Mit Fernbedienung, Batterien, alles mit dabei, Werkzeug ist mit dabei. Und dann kann man am 24. an Weihnachten, kann man dann fahren, kann man crawlen. Sau geil. Und ja, das Gleiche gibt es natürlich auch als Helikopter. Gibt es auch als Helikopter. Ja, 30 Euro ist halt cool zum Basteln. Ja, ist jetzt kein super toller Crawler, aber... Für die Wohnung. Für die Wohnung, ja. Mein Kleiner fährt draußen einmal damit rum, also das geht eigentlich, ja. Naja, schauen wir weiter. Ja. Ich brauche auf jeden Fall heute eine Barbie-Puppe. Ich werf den vierten ab. So sieht's aus. Ich brauche auf jeden Fall heute eine Barbie-Puppe, weil ich will in meinen Crawler ein Tankgirl einbauen. Ja, genau, stimmt. Ich brauche also, vielleicht gibt es gleich sowas in der Art, ne? So ein Passierte mit ein bisschen Augenring, sage ich schon, mit Nasenringen. Und eine Whiskyflasche. Augenringe, Whiskyflasche. Der Lego-Zug. Ja. Hätten wir die Kopfkamera drauf machen sollen. Ja, hier gibt es halt Lego. Ja, sehr viel Lego. Gamer-Sitze. Ja, das ist doch was. Ja.
Technik. Boah. Nee. Aber die Preise sind schon toll. Ich meine, gut, okay, da, ja, da kriegst du schon große Sachen, ja. Mittlerweile alles mit irgendwelchen Motoren und. Ja. Kannst mit. Ist wahrscheinlich ferngesteuert, ne? Kann man mit dem Handy steuern. Ja, ne? Kann man per App steuern. Der 6x6 Volvo, 180 Euro, ist jetzt nicht gerade billig, aber kann man zeitlang zusammenbauen. Da hat sogar eine Box hinten drin. Ja, Gaming-Sitz, ne? Mit Aschenbecher, Bierablagefach und integrierten Subwoofer hinten zur Rückenmassage. Ja, richtig, so sieht's aus, ne? Ich glaube, dass nur Klo noch nicht eingebaut ist, ah ja. Das ist die Anschlüsse. Also alles, ne? Wahnsinn. Kann sich abschießen, ja. Ich höre das jetzt. Ja. Allein der Bierhalter wird mir so reichen. So. Ah ja, das ist das beste Spiel überhaupt, ja. Pädagogisch sehr sinnvoll. Das Kacke-Alarmspiel. Ach du Kacke. Hui, da ist er ja. Mit einem Pümpel, mit einem Pümpel und einem kleinen Würstchen. Was ist das Kacke-Alarm dort? Da unten gibt es dann die zweite Version, ja, für drei Spieler mit drei Kackers. Also wie geil ist denn das? Und hier gibt's ach du Kacke mit Haufen. Ja, solche Spiele brauchen unsere Kinder, auf jeden Fall. Also es gibt's in verschiedenen Sachen. Das eine ist weich, das andere ist hart. Nichts mit Dr. Pepper hier und so Zeug, gell? Also nur noch so ein Schmarrn hier. Naja. Stimmt, ja. Das ist der Wahnsinn. Wir könnten jetzt unsere Intro-Musik selber machen. Ja. Hier, wir nehmen noch so ein Keyboard mit. 12 Euro Gitarre. Fetzen Sound. Ja. Ich spiele Saxophon. Das gefällt mir. Das wird die neue Intro-Mucke. Oh, hier gibt's Roboter. Ja. Galileo. Aha. Wir müssen echt für das Video was verlangen, weil wir machen hier voll die Werbung für die ganzen Spielsachen hier. Ja, stimmt. Ja. Ja, noch nicht, noch kaufen wir ja nicht alles. Wir wollen irgendwas umsonst hier. Ja. Leute, wenn euch ein Artikel gefällt und ihr sagt, hey Leute, ihr müsst den unbedingt testen, unbedingt kaufen, ja, dann schreibt es runter in die Videokommentare. Ja. Dann testen wir das für euch aus. Richtig. Wenn's und da möchte ich anerwähnen, der Thorsten und ich, wir sind dabei, einen neuen Kanal zu machen, da wo wir speziell solche Spielsachen testen. Ja, Altersgruppe von oben, also nach oben kein Limit, ja, für alt und jung. Und wenn euch irgendwas taugt von dem Zeugs, sagt Bescheid, wir holen uns das, wir testen es für euch. Und ja, wenn ihr schön artig seid und kommentiert und liked und abonniert, dann wird es vielleicht verlost. Genau. Ja, jetzt kommen wir in meine Abteilung, Puppen. Ja, richtig, genau. So, die Meerjungfrauen will ich nicht. Die wäre doch auch cool, oder? Miraculous. Ja. Aber du könntest auch natürlich einmal zu die Actionfiguren dann einmal abwarten. Ah, ne? Stimmt, Actionfiguren. Es gibt ja noch Actionfiguren, nicht nur Barbie-Püppchen. Ja? Hier ist die Barbie-Auswahl groß. Ja. Also Feuerwehrfrau hat was. Ne? Also, da ist jetzt nichts dabei, was ich sage, jawohl, das könnte man gleich brauchen. Ja. Ich könnte mir ja für meinen Crawler einen Trailer hinten bauen, ne, da wo dann die Ponys reinkommen. Richtig, genau, so ein Pferdeanhänger. Wobei ich denke, den gibt es hundertprozentig schon fertig. Da unten, ja. Ja. Gibt es Wohnwägen. Wohnwägen gibt es hier und. Ja. Sogar Wohnmobil. Die ist ein bisschen groß, die Barbie-Puppe ist ein bisschen groß für meinen Crawler. Ja. Wir mussten jetzt umquetschen. Wir haben jetzt einen größeren Einkaufswagen gebraucht, weil der alte Einkaufswagen zu klein war. Da haben wir Lego, Drachen und Dinos. Schöne Figuren. Ja. Boah, der ist ja cool. Ja, der ist geil, der sieht echt gut aus. Oh,
Ja, Leute, schaut euch das an. Dodge Charger. Und Fast in the Furious. Ein Crawler gibt's da, ne? Ein Land Rover Defender. Also der Dodge Charger, der schaut schon super aus. Der ist schon geil. Und auch der Bugatti. Aber das sind so Modelle, die stellst halt hin, weißt du, die baust zusammen, stellst hin und schaust halt an. Recht so viel spielen kannst du damit nicht. Ja. Aber sowas ist eine ganz andere Liga. Ja, ja, richtig geil. Ja, da geht was. Da baust du schon Zeit lang. Aber das ist auch cool mit Hydraulik, mit Pneumatik. Ja. Da gibt es ja die App dafür. Aber 300 Euro ist schon stolzer Preis. Das ist schon ordentlich, ja. Obwohl ist der, was ist denn das? Lamborghini. Das ist ein Bugatti. Der Bugatti. Geht mit dem, meinst du? Der kostet fast 300. Ja, Bugatti Chiron. Den hat mich immer interessiert. Ja, also, ja, MT. Aber die Reifen sind ziemlich hart. Und habe ich mal so Tests im YouTuber gesehen, die sind nicht so besonders ist für das Geld. Danke. Der Land Rover, der ist cool. Ja. Ist halt nicht. Ja. Ich kann mal andere Reifen aufmachen, vielleicht wird er dann besser. Da gibt's Leute, Millennium Falcon. Millennium Falcon, 730 Euro. Ja. Heftig. Wir könnten ja mal so einen kaufen, den einschweißen und 30 Jahre einfach nicht auspacken. Ja. Wir so danach sind wir alt und reich. Ich bin mir sicher, dass der einiges wird. Ja. Da muss ich schon sagen, der Millennium Falcon, der macht mehr her wie dieser Todesstern. Der Todesstern, der ist jetzt nicht recht groß und naja, was, also zum Spielen aus, aber der macht schon was her. Der sieht von den Details her, sieht ja besser aus wie dieser Todesstern. Ja. Das ist einmal ein Godzilla. Ja. Richtig heftig. Mal schauen, hier ordentlich Jurassic World. Was ist denn das, hat das was mit Jurassic World zu tun? Das ist doch ein Drache, oder? Das ist ein Drache, ja. Ja. Die hast du noch anders von. Megasaur heißt das, der kann's auch. Nicht schlecht. Da wird der Mund nicht zu, siehst du das? Wenn der Mund so ist, dann wird das Spaß. Nicht schlecht. Ja, aber da haben wir hier. Also, die haben so große Füße, da denkt man oft, die können selber laufen. Ne? Ja, ja. Der da unten ist auch riesig. Ja, der King Kong. Ja, richtig. Skull Island. Richtig cool. Richtig cool. Da hinten Fortnite Actionfiguren. Fortnite. Was ist denn, was ist ein Fortnite? Fortnite, da kann ich mir auch das Teil da kaufen. Was ist denn das Fan? Ich hab das auch dazu. Mit den Glubschaugen. Richtig. Peppa Pig. Wer kennt ja. Peppa Pig? Peppa Pig. Wer kleine Kinder hat, der kennt auch Peppa Pig. So ist es. So, was haben wir denn da? Zumindest keine Actionfiguren. Das ja. Da mit den Sättel, das erinnert mich so an die Dino Riders. Kennst du die noch? Ja, ja, genau. Früher, als ich klein war, gab es die. Oh. Ja, von der Mandalorian. Der hat einen Wackelkopf. Von Star Wars. Also Leute, wenn ihr irgendwas auf die Bilder seht, das euch taugt, schreibt es in die Kommentare. Wir testen für euch. Ja, nicht unbedingt den Millennium Falcon, aber oh, die Transformers, die sind da richtig geil geworden, finde ich. Oh ja, das ist die allmächtige Faust. Genau. Nicht schlecht. Und hier? Iron Man. Und da haben wir den Hulk. Hulk-Hände. Ja. Also ich finde den Hammer gar nicht einmal so schwer. Ja? Also, du kannst den bestimmt auch heben, sogar du kannst ihn heben. Schaumstoff. Ja. Aber er spielt halt mehr mit die Großen.
Ey, das ist das Skeletor. Ja. Von Masters of the Universe. Warum steht der hier einfach so mit Keine dabei? Ahnung. Total alleine. Der steht einfach hier so mit dabei. Da richtig. Gibt's ne? Hier bei die Avengers. Ne? Machen wir mal so ein Foto, was stimmt hier nicht? Irgendwas passt hier nicht. So ist es. Such den Fehler. Finde den Fehler. Skeletor wäre auch cool für einen Crawler, oder? Skeletor ist immer cool. Aber dann bräuchte ich so einen schwarzen Crawler mit irgendwelchen, keine Ahnung, so. Ja, so Skorpion, Skelett und so. Es können doch noch nicht alle Masters gewesen sein. Wahrscheinlich haben die Leute das falsch eingeräumt, weil die keine Ahnung haben. Wahrscheinlich. Dass der Skeletor nicht zu den Avengers gehört. Neue Avenger. Ja, vielleicht ist er neu beigetreten. Weißt du, was ich meine? Da gibt's Catcher. Catcher, ja. Aber das passt halt gar nicht, ne? Toy Story, Catcher, Avengers und dann kommt plötzlich der Skeletor. Ja. Also wenn du irgendwie so, musst du mir hier so The Rock nahe setzen. Der hat sogar, weißt du so, hier ans Lenkrad, bam. Ja, vor allem der grinst da so blöd. Wie echt. Ja, genau. Oder hier so John Cena zum Beispiel. Den Undertaker, William, Undertaker. Den Undertaker, gibt's den? Haben die den Undertaker? Nee. Ist der schon alt, oder? Ja, aber den gibt's noch. Gibt's den immer noch? Ja, klar. Undertaker ist unsterblich. Der ist so bestimmt 70. Nee, ich glaube, aber über 60, glaube ich, ist er. Der Undertaker war doch damals schon 30 oder so. Ich muss direkt mal fragen, wo sind die ganzen Masters? Ja, richtig. He-Man, das wäre geil. Ne? Da sind die Bahnen. Ah, genau. Cool. Da kriegt man aber viel für 30 Euro. Wir nehmen gleich die fetteste, würde ich sagen, oder? Oder? So, was du willst. Weil da gibt es für 17,99 gibt's, da sind zwei Autos dabei, ne? Ja, für 18 Euro ist nicht teuer. Ja. Dann kann man das andere da lassen, glaube ich, ne? Weil da sind ja schon zwei Autos dabei. Ja. Ich stelle jetzt einfach mal hier her. Genau. Was du da hin? So. 10% weniger, 10 Euro weniger steht da. Was? Da steht 10 Euro weniger. Kostet gar nichts mehr. Ja, richtig. Darf ich jetzt noch Batterien? Ja, ich glaube AA. Ich glaube, eine AA kommt ins Auto. Dreimal AAA kommen in ein Fahrzeug. Dreimal? Ja, dreimal AAA. Bei mir ist bloß immer eins drin. Und die Batterien sind... Ja, da sind dann drei AAA drin, okay. Nicht enthalten. Wir brauchen noch Batterien. Batterien. Geh mal in den Gang da. Oh, hier kommt's coole Spielzeug. Ja, gut, dass das Ding hier so einen Weitwinkel hat. Da kriegen wir alles drauf. Der kann angeblich nicht, ne? Der kann Wände und Gegenstände erkennen und also vorne und nach unten, ne? Okay. Und kann angeblich nicht kollidieren, da? Antikollisionssensor, ne? Mit Lipo Power. Der hier ist eine Nummer größer. Ja, aber das ist ein anderer Hersteller wieder. Das ist Carrera, ne? Ja, Rewe und Carrera. Hier unten sind so große. Da kostet 30 Euro. Da kosten die großen hier 30 Euro. Ja, der kleine so Hubschrauber. Genau. Der kleine Hubschrauber hier kostet auch 30 Euro. Also was macht man, nimmt man so eine Drohne mit? Mario. Mario Kart. Kostet 35, ist schon teuer, gell? Ja, ich frag sich halt, wie das Zeug fliegt, ne? Was ist denn das? Magic Mover.
kleiner Krypta. Angeblich nur mit der Hand und nicht mit. Das wäre mal was, hä? Du musst halt immer links und rechts. Der hat Sensoren drin, wenn es dann immer irgendwo hingehst, ne, dann fliegt er halt in die Richtung. Nein, wir wollen schon was Gescheites zum Fliegen. Ja, keine Ahnung. Ja, die war das wirklich cool. Ja, genau. Was ist denn das hier wieder? Gibt es wieder Knöpfe zum Drücken? Boah, boah. Schaut euch mal das an. Ja. Boah, das leuchtet ja cool. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So Mario Kart wird mir gefallen, aber das ist schon teuer. Hey, wir können uns die Schnauze einschlagen. Boxing-Robots. Boxing-Robots. Das ist lauter altes Spielzeug aus den 80er. Das wird jetzt alles wieder neu aufgelegt. Kennst du den Film, wie ist der mit den Robotern? Ja, der wo der Wolverine mitspielt. Ja, ne? Genau. Ja, den kenne ich. Genauso, was ist das? Richtig. Was haben wir denn da für 10 Euro? Mini Stunt Car mit Wheeliebar. Mit Wheeliebar. Ja. Wahnsinn. Aber wir können noch kleiner. Diese Dosenautos. Ja. Da gibt es jetzt sogar Feuerwehr, das ist ja cool. Heftig. Und die haben sogar Effekt, ne? Solche. Mit Blaulicht und. Solche die haben wir auch daheim. Aber die fahren ganz schlecht auf Teppich. Eher mehr so auf Laminat oder PVC-Boden, weil die brauchen einen glatten Untergrund, sonst fallen die nicht. Ja. Fast and the Furious. Schau mal da vor. Hier kommen die coolen Autos. Wow. Nicht schlecht. Hier ist der Crawler. 50 Euro. Ah. Rock Rebel. Top. Legst 50 drauf, kriegst von China einen, der 10-mal besser ist. Richtig. Ja, Kinderspielzeug. Aber naja. Boah, der ist ja riesig. Ja. Letztes Mal haben sie. Da sind wir schon bei der X-Max-Klasse. Letztes Mal haben sie einen Monster Truck gehabt, ne? Der hat ausgeschaut wie der Reminator, aber richtig, richtig fett, ja. Hey, konnte es sein, dass sie da irgendwo einen Reminator gekauft hat? Ich glaube schon, weil ich letztes Mal ein Video gesehen habe vom Ingo. Der Ingo? Weiß ich nicht. Ja, schau doch mal auf sein Facebook-Account. Ich glaube, dass der nämlich einen Reminator hat. Wenn der den hat, ne, dann muss er den unbedingt mitbringen, wenn der kommt. Ja, ich glaube schon. Tja. Ein Bike? Ja. Alter Schwede. Reifen aus, na sag's mal, Styropor. Styropor. Ja, tatsächlich. Schaum, nicht einmal Schaumgummi, sondern Styropor. Monster Jam. Ja, cool schauen die teilweise schon aus, ne? Auf jeden Fall. Aber ob die halt lang halten hier. Vor allem die gehen ja nicht so schnell, dass man jetzt damit mal richtig Blödsinn machen könnte. Man müsste die auffrisieren. Richtig, was ist Hyper drin? Wir müssen uns ein Auto mitnehmen, das im Preis in Ordnung ist, aber wo man auch leicht dran arbeiten kann, ne? Dass man öffnen kann. Ja. Wo man auch wirklich was pimpen könnte. Ne? Oh, Plastikreifen. Da ist er ja wieder, hier, den haben wir ja schon. Richtig, genau. Den bauen wir dann auf Brushless um, da bauen wir dann vom Fabi so diesen 800 kV Motor ein. Dann geben wir einmal Gas und dann fliegt der Motor mit den Achsen alleine davon. Ja. Was ist das für ein Teil? Lass hier mal gucken, was macht das? Multiplayer! Maßstab 1:64. Multiplayer? Ja. Ich habe keine Ahnung, da ist nicht einmal ordentliche Beschreibung dabei. Stunt. Kann man auf jeden Fall USB aufladen. Irgendwelche Stunts kann das Teil machen. Keine Ahnung, wenn du alleine die Steuerung da schon reinpfeifst. Ne? Hightech. Hightech. Diese Rebel-Control schauen nicht schlecht aus hier. 30 Euro. Da gibt es so einen Raptor. Ja. Ford Raptor oder was weiß ich. Die schauen nicht schlecht aus. Die haben zumindest eine coole Karosserie. Mhm. 30 Euro. Ja, das wäre mal echt. Das wäre doch mal echt der Test wert, ja, so für 30, rund 30 Euro, weil hier ist ja alles so im Schnitt um die 30, 35 Euro. Ob da ein Auto dabei ist hier, das was taugt, wo man als Erstauto für so ein Kind, sage ich mal,
ob das in Frage kommt, ja, ob das was taugt, wie schnell das geht und ob es was aushält. Oder ob es wirklich bloß ein Spielzeug ist für 30 Euro, was man gleich wieder in die Ecke schmeißt. Ja. Ob man vielleicht sogar was tunen kann, das wäre doch echt einmal eine Sache. Mal ja. Sowas austesten irgendwann. Genau, genau. Genau. So. Also ich finde Helikopter cool, ich habe auch mal einen gehabt. Der ist ewig geflogen, einmal mit so einer kleinen Kamera unten drauf. Was dann, weißt du, aufnehmen können auf SD-Karte. Aber der ist mir dann, ja, nach einem Jahr ist er halt ein paar Mal abgestürzt und irgendwann hat die Motorpower irgendwie nicht mehr gereicht, obwohl ich einen neuen Akku eingebaut habe. Okay. Chris will Heli fliegen. One Touch, hier, Start und Landing, Auto Control, Dreikanal, Antikollisionssensor. Antikollisionssensor, das ist natürlich. Ist das jetzt halt eine Indoor? Ja, die Infrarot sind meistens Indoor. Also, was heißt meistens? Die Infrarot, die kann man bloß Indoor fliegen, weil sobald man ins Tageslicht geht, stört das Infrarot. Ja, außen ist hier durchgestrichen, also nicht außerhalb. Also, das kann man sich immer merken: alle Infrarot funktionieren bei Tageslicht ganz schlecht. Okay. Was macht der Carrera-Hubschrauber? Der ein bisschen größer ist, schaut ein bisschen stabiler aus. Carrera hat hier schon 2,4 GHz, also den kann man auch draußen fliegen. Der hat auch 2,4, ne? Ja, aber der ist mit Infrarot. Ja. Der Infrarot-Antikollision. Genau, der Antikollisionssensor okay. Ist nur Infrarot. Und anscheinend. Der kostet. Nee, nur für den häuslichen Haus und Garten. Ah ja. Der fliegt, also wenn er 2,4 GHz hat, fliegt er draußen. Ah, aber der fällt kein Wind gehen. Wie halt. Ja, alle schon Lipo-Akkus, also die sollten eigentlich schon ein bisschen Power mitbringen. Haben wir die Funke anmachen? Ja, das ist halt. Ja, man, was willst du erwarten? 40 Euro, ja. Hubschrauber, Funke, ja. Batterien, ist ja alles mit drin, ne? Ja. Gehst daheim, steckst ein, legst los. Genau. Radio Control, Wifi, Drohne mit Bild und. Die hat alles, was auch die DJI Mavic 2 hat, ja, nur dass sie bloß 40 Euro kostet. Okay. Dementsprechend funktioniert es wahrscheinlich auch nicht. Ja, bei der Drohne wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja, das ist ja, für innen drin hier, so zum Beispiel wie die hier, ne? Die. Was ist das? Da kannst du ja nirgends anfliegen, mhm. Weil das rundum geschützt ist durch die Kugel. Also wenn du mal irgendwo gegen die Wand donnerst, ist auch wurscht, ne? Okay. Aber die ist auch bloß zum Schmeißen. Da steht da ohne Fernbedienung. Nur mit Gedankenübertragung funktioniert okay. Das. Ich würde mir irgendeine so billige mitnehmen für 20 Euro, wenn dann. Ja. Die fliegen eigentlich ganz gut, aber. Für innen drin zum Rumfliegen, ne? Ob die GoPro halt mit drauf passt, keine Ahnung. Ja, das ist halt das andere, ne? Hier gibt's Werkzeug. Werkzeug für die Grobmotoriker. Und wenn ihr mal eine gescheite Werkbank braucht, die habe ich auch schon gehabt. Die ist super. Also das Werkzeug, was dabei ist, ist top. Bosch ist immer top. Ne? Kann ich nur empfehlen. Unser Warenkorb wird immer voller. Der Junior hat sich dieses Lego ausgesucht. Lego Technik 4208. Ich bin ja gespannt, wie lange wir brauchen, bis das Ding zusammen ist. Ihr werdet es erfahren. So ist es. So, das ist der größte Einkaufswagen, den wir haben. Und der wird voller. Das ist unser ganzes Geld, da haben wir das ganze Jahr gespart, nur damit wir für euch jetzt hier dieses Video drehen können. Ja. Genau. Wenn ihr uns unterstützen wollt, PayPal-Adresse wird jetzt hier irgendwo eingeblendet. Spenden sind gerne willkommen. So ist es. So, jetzt. Wir müssen uns jetzt beeilen, weil es werden immer mehr Leute. Hier ist von Lockdown nichts zu sehen. Nicht. Stellt euch vor, es ist Lockdown und keiner geht hin. Lockdown. Unsere Regierung hat wieder mal beschlossen, dass gewisse Sachen zugesperrt werden. Und
dadurch die Ausbreitung des Virus etwas verhindert werden soll. Habe ich das so richtig ausgedrückt? Sollte. Oh, so ein schöner Teddybär. So einen habe ich gehabt, wie ich glor war. Mm. Echt? Ja, so in der Art blau, also blau. Hm? Ja, ich weiß. Ne, wir haben für den Olli was. Ich habe für den Olli das ferngesteuerte Auto. Ja, mein zweiter Sohn gerät nach mir. Ja. Der will ferngesteuerte Autos haben, wie der Papa. Sag günstig, 18 Euro für ja. So einen Kran. Ne? Ich würde ja immer gern so einen Kran mitnehmen. Aber solche Kräne halten immer nicht lang bei uns, das ist das Problem. Da wird dran gezogen und gedreht, dass die Zahnrädchen innen gleich kaputt sind. Genau. Ja, der Olli ist voll nasch auf ferngesteuerte. Auf ferngesteuerte Sachen. Aber wir müssen so was EC-mäßiges. Es gibt vom Paw Patrol auch eine kleine Carrera bauen, schau mal. Das ist ja cool. Welche Meinung muss auf Toilette? Mario Kart. Paw Patrol. Ich verstehe das nicht. Der Preis ist der gleiche. Da sind es 40 MHz. Ja? Ja. Und da sind es 2,4 GHz. Und beim mittleren sind es 27 MHz. Also drei verschiedene Fahrzeuge mit drei verschiedenen Funken, aber alle der gleiche Preis. Mhm. Ja? Also, hol mal den schwarzen raus. Genau. 27 MHz. Ja, ganz normale Funke. Ne? Sieht ganz gut aus. Ah, da sieht man geil, da ist so eine Skala drauf. Ne? Beginner, Runs und Professional. Ich will bloß mal die Karosserien sehen. So. Dann haben wir mal den weißen hier. Der sieht schon cool aus, finde ich. Ja. Mit Licht, Motor hinten drauf. Richtig, auch Beginner. Mad Scout. Spanne doch mal hier die Skala. Genau. Ich will ja mal wissen, wo gibt es denn von Rewe hier so ein Advanced, also nicht Beginner, sondern Advanced. Das ist der F-150, der hat schon Pistolenfunke dabei. Der sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Nur ein bisschen überdimensionale Stoßstange. Ja, aber du kannst nichts anscheinend machen bei dem. Das ist komplett verkapselt, siehst du das? Ja. Alles zugebaut. Na, ja, ist halt wasserdicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja. Das ist der letzte Test dann. Ja, richtig. Ja. Und das ist ja irgendein anderer Moment. Hersteller. Ja, das ist aber auch. Das ist auch kein. Ja, okay. Ja, die Carrera, wo sind die Carrera? Da gibt es doch von Carrera auch so Autos. Carrera ist hier vorne. Das ist Carrera, hier. Der kostet gleich mal 60 Euro. Aber der sieht schon ein bisschen besser aus. Ich habe von Carrera zwar so Autos daheim. Von einer Freundin, die soll ich mal anschauen. Aber die gingen richtig gut. Da ist Lipo-Akku drin, die gingen für echt ganz schön schnell. Okay. Ja, da ist Lithium, manche ist Lithium-Ionen drin, manche haben Lipo-Akkus schon, also die gehen ganz schön schnell. Mhm. Aber da ist halt Carrera der Preis, ne? Ja. Und wenn was kaputt ist, ist genau wie bei allen anderen, alles in Plastik eingekapselt, man kann nirgends richten, nichts richten, man kommt nirgends hin. Das ist alles so eine Sache, ja. Also es ist mehr oder weniger kaputt. Ja, hier unten gibt es einen für 30, schau. Der schaut aus wie der E-Revo. Ja. Der hat 9 km/h. Und was braucht der für Batterien? 2,4 GHz. Uhr. Sind da Batterien mit drin? Ready to run. Inklusive 4 AA Batterien und 2x AA für die Fernbedienung. Uhr. Ey, was da ich sag? Ich glaube, ich nehme lieber den mit, wie den anderen für 10 Euro. Ja. Ich bin mir jetzt so nicht sicher, weil ich meine, für einen 10er mal zum Testen, ne? Ich glaube, dass du da mehr davon hast. Ich glaube, dass der auch schneller geht. Und der wäre, glaube ich, ein bisschen. Carrera schaut mir so ein bisschen robuster aus. Ein bisschen wertiger.
Ja, jetzt bin ich bloß am Überlegen, wenn er halt jetzt, der hat halt bloß auch Batterien drin, wenn der jetzt noch Lithium-Ionen drin hätte oder irgend sowas, das wäre cool. Was ist denn das hier? Das ist der neue von Arma. Der Arma Mikro. Sieht echt cool aus. Man sieht das hier im Regal immer so schlecht, weil das Licht so schlecht drauf fällt. Aber der sieht echt cool aus. Der hat auch irgendwas, ne? Ja. Das ist wie das Highlight, ne? Wenn da irgendwo Knöpfchen drücken, dann kannst du rauf und runter fahren. Keine Ahnung, wahrscheinlich, oder? Ja. Was? 30 Minuten sollen wir damit fahren können. Nee, ich glaube, da kann man nichts drücken. Tja, wer die Wahl hat, hat die Qual. Richtig. Was ist denn das da? Alles da oben. Der kostet 60. Was meinst denn du, Freddy? Schau mal den da an, der da drin ist im Einkaufswagen. Ach, du hast auf Zeit mit dem. Schau dir mal da hinten. Immer hinter die Kamera. Drohne oder Heli? Ja, das musst du wissen, wie viel Geld das da ausgeben willst. Ich finde den für 40 Schuck cool. Der geht bestimmt auch besser. Ja, ja, genau. Und der ist mir schon die ganze Zeit vorgeschwebt. Den nehmen wir mit. So Leute, wir sind jetzt. Geh mal du irgendwo. Komm zu mir her. Zu mir her. So Leute, wir haben jetzt so ziemlich alles. Also wir haben jetzt ein Auto getauscht. Wir haben das Billigauto gegen ein Carrera-Auto für 30 Euro getauscht, weil es einfach wertiger ausschaut, ja. Und mehr Batterie drin ist und ich hoffe, dass es länger hält. Ja. Und wir werden es testen. Wir machen Speedrun damit. Auf jeden Fall. Und Chris hat sich diesen RC-Heli noch ausgesucht hier. Genau, den werden wir natürlich auch testen für euch. Auch von Carrera. Übertaugt. Dann haben wir Lego am Start und der Straxbahn haben wir eingepackt. Also unser Einkaufskorb ist, würde ich immer sagen, prallvoll. Ne? Ja. Weihnachtseinkäufe erledigt. So sieht's aus. Ja Leute, hier verabschieden wir uns. Aus dem Smith-Toys. Ein alten Toys aus. Genau, richtig. Hoffen wir, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr von so einem Zeug wollt, schreibt es runter in die Videokommentare. Und ja. Eine erfolgreiche Shopping-Tour beenden wir jetzt. Genau. Und wie der neue Kanal heißt, sagen wir euch auch noch rechtzeitig Bescheid. Alles klar, macht es gut. Dranbleiben, liken, abonnieren. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.